Jo Leute, was geht? Ich bin's, Short Rage. Ich habe mal ein paar Neuigkeiten zu Battlefield 2042 für euch. Und zwar gibt es den Battlefield Inside Podcast und die letzte Episode ist, glaube ich, gestern oder vorgestern rausgekommen und da habe ich ein paar Neuigkeiten für euch. Wir fangen einfach mal an beim Squad Management. Das Squad Management ist ein Feature, das wünsche ich mir schon seit Release, weil es einfach mindblowing war, dass man nicht mal den Squad selber wechseln kann, sondern einfach random irgendwo reingesteckt wird. Und dazu heißt es von DICE, dass Einzelheiten zum Squad-Management in den nächsten Wochen und Monaten folgen werden. Das heißt für mich, wenn in den nächsten Wochen und Monaten Einzelheiten folgen, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch gar nicht ins Spiel kommt. Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde es wirklich sehr komisch, dass das so ewig dauert, ein vernünftiges Squad-Management zu implementieren in das Game. Es ist wirklich einfach typisch DICE im Moment, ne? Also, ja. Also, das ist eigentlich so mit unter anderem die schlechteste Nachricht von allen, die ich jetzt euch mitteilen wollte. Weil jetzt geht's wieder bergauf. Ich muss leider dazu sagen, dass die bei dem Podcast auch oft Sachen erwähnen, die never ever ins Spiel gekommen sind. Und wie gesagt, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Denn als nächstes haben wir nämlich, dass die Nachrichten, also Neuigkeiten zu den Battlefield 3 und Bad Company 2 Waffen, die wollen Skins und die Aufsätze natürlich an die 2042 Waffen anpassen, weil im Moment sehen sie natürlich einfach kahl aus, aber so war das halt nun damals bei Battlefield. Da hat es keinen interessiert, wie die Waffe aussieht, aber das hat sich ja heutzutage leider geändert. Dann kommt noch was, was ich wirklich, wirklich sehr schade finde und auch irgendwie gar kein Verständnis für habe. Die haben keine Pläne dafür. Also die planen es nicht, dass man seine Waffe inspizieren kann, so wie es bei Battlefield 5 war. Da konnte man immer ein geiles Thumbnail machen für YouTube. Und werden keine neuen Auszeichnungen geben. Ich sage euch jetzt mal meine Vermutung, warum die keine neuen Auszeichnungen ins Spiel implementieren. Und zwar hängt das alles mit dem Battle Pass zusammen. Wir alle wissen, dass man kein Portal-Server erstellen kann mit Bots und volle XP kriegt und alle Ribbons. Weil, dann könnte man ja den Battle Pass einfach so easy hochleveln gegen Bots. Aber wir auch alle wissen, dass die Portal-Server alle nur aus XP-Boost-Servern bestehen, also zu 90% zumindest. Und da frage ich mich dann wieder, warum zur Hölle begrenzt ihr die XP mit Bots? Warum begrenzt ihr die Meisterschaften für die Waffen mit Bots? Lasst die Leute doch einfach so spielen, wie sie wollen, weil die boosten doch eh ihr Level, ihren Battle Pass, indem die im Heli sitzen und da eine Stunde lang durch die Gegend fliegen auf dem XP-Boost-Server. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte mit den Auszeichnungen ist, wenn es wirklich so viele Auszeichnungen geben würde wie damals für Battlefield 3, 4 oder 1, dann würdet ihr auch richtig viele XP machen. Weil selbst diese Auszeichnungen jetzt sind ja begrenzt. Ihr könnt nur 3 Stufen davon erreichen und dann ist Ende im Gelände. Aber theoretischerweise geht da mehr in einer Runde. Gerade wenn die jetzt so 1700 Tickets hat oder so mit 128 Spieler, dann könntet ihr viel mehr Auszeichnungen kriegen, als euch eigentlich gegeben werden. Weil im Grunde genommen ist das auch schon wieder eine Begrenzung auf öffentlichen Servern. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Also das ist für mich einfach unverständlich. Und für mich hat das einfach alles was mit dem Battle Pass zu tun. Und jeder Gelegenheitsspieler kommt trotzdem bis Level 100. Ist ja nicht so, dass man 3 Monate braucht, um auf Level 100 zu kommen. Selbst wenn du nur jedes Wochenende zockst oder Doppel-XP ist, das ist super easy, bis auf Level 100 zu kommen. Aber egal, weiter. Also, in Season 5 kommen noch Veränderungen an Fahrzeugen. Mehr haben sie nicht gesagt, da bin ich ja mal gespannt. Die haben ja jetzt in dem Update 4.2.0 schon die Transportfahrzeuge bzw. den Kondor und so ein bisschen die Gesundheit verringert und den Schaden erhöht, den man macht mit Raketenwerfer oder irgendwas. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Die sollten die Fahrzeuge einfach mal ein bisschen anpassen bzw. den Transportfahrzeugen einfach mal die kompletten Waffen wecken. Das heißt nicht umsonst Transportfahrzeug, gibt denen einfach ein ganz normales Maschinengewehr, aber das Ding ist ja stärker als ein Angriffsheli. Zumindest wenn der voll besetzt ist. Ja, die Spawns auf der Karte ausrangiert sind natürlich richtig geil, denn man spawnt ganz oft außerhalb also des Einsatzbereichs bzw. in der Todeszone. Und das heißt, ihr steigt ein und sterbt, weil ihr es nicht schnell genug schafft, wieder aufs Spielfeld zu gelangen. Das ist auch gut.
Ja, auf jeden Fall. DICE weiß Bescheid, ne? Und da kommt bald dann ein Fix. Was haben wir noch? Ja, ach so, genau. Der SPH, Granatenwerfer, der wird auch nochmal ein bisschen angepasst. Und dieses Dingen ist so nervig. Ich meine, klar, es ist cool, wenn man Kills damit macht, aber. Also, die meisten Sturmsoldaten laufen ja nur noch damit rum. Und anstatt mal C4 mitzunehmen, um den Panzer kaputt zu machen, nimmt man dann natürlich lieber, ne, was, womit man anderen Leuten auf den Sack gehen kann. Ja, dann gab es ja noch dieses Shutdown-Event. Ich weiß nicht, ob das beliebt war oder nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht ein einziges Mal gezockt. Kein Mal. Und die wollen das vielleicht später nochmal zurückbringen oder als Playlist. Keine Ahnung wann. Hier steht einfach nur später. Dann gibt es für die 2042 Waffen noch mehr Aufsätze. Also kommen bald. Wann, wissen wir nicht. Wahrscheinlich mit Season 5 oder Ende Season 5, wenn dann der Support eingestellt wird. Keine Ahnung. Ja, das war es auch eigentlich schon. Also, das war das Interessanteste, was sie da in dem Podcast besprochen haben. Und ja, ich sage jetzt mal was zu Update 4.2.0. Seitdem das Update draußen ist, habe ich jeden Tag auf jeden Fall gezockt. Und performancemäßig geht es auf jeden Fall klar. Zwischendurch hat man immer noch mal so ein paar Ruckler drin, muss ich sagen. Also bei mir zumindest ist es so, dass ich einen guten Ping habe, aber das Spiel trotzdem an sich zwischendurch laggt. Ob das auf PC genauso ist, kann ich nicht sagen, da ich nur auf Konsole spiele. Doch im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Update. Also die überarbeitete Karte ausrangiert ist okay. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich finde natürlich die 64-Spieler-Version um einiges besser. Weil die großen Karten generell mir alle einfach zu groß sind. Es liegt nicht mal wirklich an den 128 Spielern, aber es ist mir wirklich einfach zu viel gelaufen. Und ja, deswegen meine Favoriten sind die 64-Spieler-Karten. Und davon wird mich auch keiner abbringen. Also mir kann einer erzählen, was er will. Ich bleibe bei 64-Spieler-Karten. Naja, umso mehr angepisst war ich dann natürlich, als das Update draußen war mit der überarbeiteten Karte, dass dann natürlich die Playlisten so gelegt waren, also ausrangiert only auf Eroberung und auf Durchbruch. Und das nur 64 gegen 64 heißt große Map. Ja, ich habe es dann natürlich gespielt, aber habe mir dann die PS4-Version runtergeladen, weil da kann man nämlich die kleine Karte nonstop spielen. Jetzt gibt es ja eine Playlist, also ich nehme gerade auf am Freitag, die Friday Night Playlist. Das war halt die überarbeiteten Karten und die ganzen Season-Karten. Alles ein bisschen schneller, schnellere Kugeln, schnellere Respawns und so weiter. Und ich bin ganz ehrlich, das ist der geilste Modus überhaupt. Es ist wirklich fucking schnell, aber es macht so Bock. Wirklich, es macht so Bock. Und das Problem ist aber einfach nur, dass es wirklich nur für 24 Stunden diese Playlist gibt. Ich hätte den Server gerne so bei Paul nachgestellt, kann man ja auch machen. Aber dann sind wir wieder bei dem Problem, wie kriegt man den Server voll ohne Bots? Das ist das. Es gibt natürlich hier und da ein paar kleine Änderungen. Ihr habt jetzt zum Beispiel, wenn ihr im Menü seid im Store und da ist was neu, dann ist da oben rechts eine rote Zahl. Das sagt euch dann, hey, hier gibt es neue Skins, die solltest du dir mal anschauen. Vielleicht auch mal ein bisschen Geld ausgeben oder einen kaufen. Ihr seid jetzt auch neuerdings sichtbar, wenn ihr den Rauchgranatwerfer benutzt, den SPH-Granatwerfer oder den M5-Raketenwerfer, die Javelin und FXM33. Weil vorher war es ja so, egal was ihr davon abgeschossen habt, man hat euch auf der Map nicht gesehen. Beziehungsweise auf der Minikarte. Dann haben die noch was geändert, da wusste ich eigentlich gar nichts von. Und zwar konnte man anscheinend mit dem EOD-Bot, anstatt das Geschütz vom Boris zu reparieren, hat er das anscheinend aufgehoben und dann konnte man mit dem Geschütz und dem EOD-Bot obendrauf durch die Gegend fahren. Ich habe es noch nie gesehen persönlich, aber das haben sie jetzt anscheinend gefixt. Ein richtig geiles Feature, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch kein Witz jetzt, ist, dass wenn die Türen verschlossen sind, diese Schiebetüren, wenn die von innen vom Gegner aktiviert wurden, dann war es ja am Anfang so, dass wenn ihr von draußen rein wolltet, dass ihr das ganz lange gedrückt halten musstet und dann ging die immer so komisch auf. Jetzt ist es so, es ist scheißegal, wer die zugemacht hat, die geht jetzt einfach immer auf und das auch schnell. Und das Geile ist natürlich, dass man jetzt auch durch Türen sliden kann. Ich finde es persönlich mega cool.
Die einen mögen es vielleicht nicht, die anderen benutzen vielleicht gar kein Sliden, aber es ist auf jeden Fall geil. Mich hat es immer genervt, wenn die Tür zu war und die eigentlich aber auch von uns aktiviert war, hätte die aufgehen müssen, aber nein, man ist immer davor hängen geblieben. Und gerade wenn man von irgendwem wegrennt, von einem Panzer oder so, dann wäre es schon geil gewesen, wenn man durchsliden hätte können. Aber jetzt geht's ja zum Glück. Eine andere Sache, die geändert haben, ist, dass das Gadget von dem Spezialisten Blasco nicht mehr von Entfernung auf der Minimap zu sehen ist. Es war sonst immer so, dass ihr so einen kleinen Kreis gesehen habt unten auf eurer Map und ihr wusstet schon von Weitem, je nachdem wie groß ihr den Zoom-Radius von eurer Map eingestellt habt, wusstet ihr schon, wo die sind. Dann seid ihr natürlich dahin gegangen, habt ihr gesucht und habt ihr dann klar gemacht. Jetzt ist es aber so, ihr seht die gar nicht mehr. Ihr seid in der Nähe, aber dann verschwindet natürlich direkt eure Map, weil ihr halt diesen Störer da dann habt und dann müsst ihr die natürlich suchen. Es ist nice, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine nette Idee. Ja, und der Rest sind halt irgendwelche Balancing-Änderungen und hast du nicht gesehen. Die Bad Company 2 Waffen zum Beispiel kriegen komplettes Überarbeitung vom Recoil, sowas zum Beispiel. Aber der Rest ist jetzt nicht wirklich nennenswert, da sowieso fast niemand Portal spielt. Sorry an die, die Portal spielen, aber es ist leider so. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben, Abo wäre noch viel geiler und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!